Neuer Tag in Saint-Tropez, Kinder in Monaco, Bäume gefällt. Wir in Dubai und heute fängt der 60-Tonnen-Bagger an, die Baugrube auszuheben. Und mich ärgert es irgendwie, dass ich nicht selber dabei bin. Ja, mich auch. Also eins lässt sich am Klang der Ausgrabungen schon mal feststellen. Euer neues Haus ist definitiv nicht auf Sand gebaut. Blöd ist es trotzdem. Wir haben auf jeden Fall große Probleme, die Baugrube auszuheben, da wir hier auf Felsen kommen. Und der Felsen muss natürlich erstmal kaputt gemacht werden. Und das dauert natürlich. Und kostet natürlich am Ende des Tages nicht nur Arbeit, sondern auch einen Haufen Geld. Ja, zum Glück haben wir mehrere Bagger, die sich koordinieren können. Aber für Robert ist es natürlich schlecht, eine Riesenarmee von Baggern zu haben und nicht vor Ort zu sein, weil es kann doch das ein oder andere passieren. Neuer Tag, neues Unglück. Heute müssen Davina und Shanaya wieder auf der Baustelle stempeln. Sonst gibt es Ärger mit den Erzeugern. Es ist jetzt eine Woche später. Wir waren letzte Woche schon hier auf der Baustelle. Da haben die noch nicht angefangen. Und jetzt kann man schon hinter uns sehen, dass da schon etwas, einiges gemacht worden ist, ne? Also, wir haben auch heute Ozan, Ocean dabei. Den Architekten. Ozan, Ocean, Friseur, der ist Architekt, alles. Der muss das jetzt alles gucken, ob das auch alles so läuft. Ist irgendwie jeden Tag irgendetwas anders. Guck mal, wie es hier aussieht. Sieht gut aus schon mal. Also, ich würde erstmal jetzt auf die Baustelle gehen und gucken, was da so los ist. Ich weiß jetzt schon, dass ich mir wehtun werde. Wieso? Ich fall da in irgendein Loch, ich brech mir die Beine, irgendwas. Jawohl, ab in den Dschungel, Dschungelcamp. Ja, also einen Riesenunterschied von vor einer Woche. Jetzt sieht man das Land auch ein bisschen besser, weil die versuchen das jetzt hier alles ein bisschen flacher zu machen, ja. Und ja, also das sind all die Pflanzen, die wir gekauft haben. Ich bin mit Mama und Papa am Telefonieren. Die sind schon richtig begeistert. Vor einer Woche sah das hier noch nicht so aus. Und jetzt haben die wirklich Gas gegeben. Das ist unnormal. Guck mal hier, du hast eine mega Aussicht. Wir gehen jetzt hoch. Komm schon, Aya, hoch. Vamanos. Komm, wir zeigen jetzt. Guck mal hier, die feuern hier Vollgas. Bauprofi Davina weiß, es ist auch immer wichtig, Bodenproben zu nehmen. Ja, ich bin gerade fast ausgerutscht. Nicht schlecht. Das war was anderes als das Kaffee. Also ich würde verrückt gehen, wenn ich den ganzen Tag bum 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 hören müsste. Hier geht's richtig voran. Unfassbar. Ich und die Davina werden dann hier in das neue Haus einziehen. Das alte überlassen wir der Davina ist komplett verloren. Sie macht gerade komplett ihr eigenen Ding. Also so sind es heute nur Ocean und Shanaya. Okay. Willst du lernen, wie man Bagger fährt? Ja, warum nicht? Kannst du? Ja. Hast du schon mal gemacht? Ja. Ja? Aber nicht so einen großen. Wallah. Guck, der nimmt uns gleich mit. Hier kommt das Haus hin, da kommt Pool. Und von dem Haus, weil wir haben bei uns keine Meersicht. Okay. Hier haben wir Meersicht dann. Mehr? Oh, siehst du das Meer? Ich muss dann auf deine Schulter, dann muss ich ein Bild machen. Glaubst du, das passt so? Oh. Nee, wir sterben. Ja, nein, hier, jetzt. Nein, das ist keine gute Idee. Jetzt. Aha, sonst baggert der Ozan mich an. Jetzt springt der auf Shanaya, beziehungsweise Shanaya springt auf ihn. Das ist keine gute Idee. Doch. Auf deine Schulter? Ja. Nee, das schaffst du niemals. Oh, Pause. Was wiegst du? Ja, ich komm hier nicht. Ich komm da gar nicht hoch. Nee, Ozan! Geh drauf! Warte! Hau hoch! Warte! Nein. Mach einfach Fuß drüber! Okay. Ozan wollte das Meer sehen! Halt die Füße schnell! Auf! Ich sehe es immer noch nicht. Wir sind nicht hoch genug. Ozan! Soll ich springen? Wir sind nicht hoch genug. Nein, ich spring! Ozan! Ich versuche es. Also, was wir hier alles so machen, ne? Wir hätten es auch. Viel einfacher machen können. Wenn wir da hinten gehen, können wir das Meer sowieso sehen. Da hinten, alles, was du da siehst.
wo das Berg da endet, ist Wasser und Meer. Also ist keine Meersicht so pied dans l'eau. Aber wenn du ein Haus hier stehen hast, ja, nicht der Motto, aber wenn du hier ein Haus stehen hast, siehst du über den Bäumen, weil wir dürfen zwei Etagen bauen. Krass, was hier los ist, also wirklich. Schön. Riesenbaustelle, viele Bagger, an jeder Hecke was gemacht. Also geht's richtig voran. Also das Problem hier ist, dass zu viele Steine da sind und dass die das erst alles kaputt machen müssen, zertrümmern müssen, damit die überhaupt graben können, weil so große Steine kann man nicht graben. Guck mal, das sind Riesenteile. Aber ein paar davon könnte man behalten. Du stoppst die alle vom Arbeiten, Namina. Warte, ich frag ihn. Die kann ich auch noch ein paar gebrauchen. Okay. Aber alle, die groß sind, nicht auf die Seite legen. Ich sag sie. Les grands cerfs, les vraiment grands, on veut les garder. C'est possible. Vous pouvez les mettre au côté parce qu'on va le prendre pour notre autre maison et pour la maison ici aussi. Alors gardez les plus grands et les jolis pour nous. Parfait, merci. La plateforme là-bas. Ok, dann ciao, Papa. Das ist schon eine extreme Arbeit. Harte Arbeit. Natürlich macht die Maschine alles, aber du musst die Maschine halt kontrollieren und das ist schon Respekt. Oh mein Gott, jetzt haben wir die Bauaufsicht komplett an unsere Kinder übergeben. Hoffentlich kommen die nicht auf dumme Gedanken. Davina, ab. Ja, aber halt mal. Ja, frag erst mal, Davina. Ja, aber ich muss erst mal fragen. Ja, da, ja, da. Drück nichts, gell? Drück da nicht rum. Er soll dir mal beibringen, wie das funktioniert. Das ist ein 60-Tonnen-Bagger. 60-Tonnen-Bagger wird jetzt bedient von Davina. Ja. Guck mal, wie groß ich bin. Der hat sogar eine Kamera. Davina lernt, wie man baggert. Dann kann Davina sagen, sie hat selbst das Haus gebaut. Davina, jetzt hey, pass auf. Ich gehe hier mal weg, weil mein Leben zählt noch. Ich weiß nicht, ob das schlau war, dass ich hier hochgegangen bin. Guck mal, guck mal. Oh nein, ich bin mir nicht mehr so sicher. Au, 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 au. Hey, warum ist es weiß? Il y a quelque chose du blanc. Wir haben das Kokain gefunden. Kommst du? Ah. Davina, du machst eine Baustelle auf eine Baustelle. Ja, jetzt kommt ein bisschen raus. Bravo, Mann. Ey, guck mal hier, paar Mal, oder? Paar Mal. Jeder denkt sich gerade, wer ist das denn? Das sind die zwei Blondinen da. Sonst den ganzen Tag nur unter sich, weiß. Bisschen Abwechslung. Traumjob? Mein Traumjob, voll. Rot, rot, ne? Also, wir haben einen Job für den wiedergefunden. Ich schaue mir die Baustelle von einer anderen Perspektive an. Also, Davina macht das mega, finde ich. Ich glaube nicht, dass sie weiß, was sie macht. Sie macht einfach nur irgendetwas. Aber sie hat es sehr gut gemacht. Davina! Ich bin stolz auf dich. Also jetzt kann Davina hier weiter arbeiten. Dann fahre ich heute alleine zurück nach Monaco. Und dann kann sie die Baustelle jeden Tag beobachten, weil sie hier dann arbeitet. Und dann sind Mama und Papa auch stolz, dann macht sie mal was Richtiges. Ja, Davina soll die Leute nicht von der Arbeit abhalten. Das geht ja gar nichts weiter. Doch, aber du siehst doch, irgendwie hat sie doch was richtig gemacht, oder nicht? Sie stieg ein, jeder hat angehalten, ist ausgestiegen und hat so geguckt. Ja. Jeder ist dann hier hingekommen. Aber die meinten auch gerade, für das erste Mal habe ich es gut gemacht. Ja. Ja, die können auch nicht lügen. Doch. Die können auch gut lügen. Nice, hast gut gemacht. Ja. Oh, meine Haare. Alles cool. Heute ist Haarwaschentag. Ich bin begeistert. Ich habe gut gearbeitet. Für ein Mädchen, blond. 4 Meter tief gehen die noch. Richtig. Also jetzt das plus noch 4 Meter. Das heißt, es ist noch viel Arbeit da. Und er macht jetzt hier bum, bum, bum. Und er dann nimmt das alles weg. Mit der Schüssel.
Ja, ich bin ein bisschen neidisch auf meine Kinder, die jetzt praktisch mit den Toys, das sind ja eigentlich meine Toys, jetzt spielen dürfen. Ich wäre gerne dabei. Aber zumindest bekomme ich bald meine Live-Übertragung. Die werden jetzt definitiv zu finden sein. Die bekommen jetzt die ganze Zeit Fotos, wie es hier halt aussieht. Es gibt leider kein Video, aber es ist halt Fotos. Also gut. Ja, ist gut. 25 Bilder ergeben ja auch eine Sekunde Film. Wenn Papa schnell durchblättert, ist er quasi live dabei. Die Videos kommen direkt aufs Telefon. Das sind nicht Videos, Fotos. Auch kommen aufs Telefon? Ihr guckt sie übers Telefon an? Ja, über den Link. Es wird einmal jede 10 Minuten ein Bild geschossen. Und dann wird das am Ende so eine Timelapse. Dann kannst du sehen, was du in der Woche so schnell, weißt du, das wurde gemacht. Kluge Idee, das für Kamera zu überwachen. Dann sieht man, was abgeht. Deswegen würde ich sagen, wir laufen jetzt mal wieder zurück, da wo es ein bisschen ruhig ist. Und dann rufen wir Mama und Papa an. Bye, bye, Baustelle. Wir kommen in circa einem Monat wieder. Und dann werden wir sehen, was bis dahin passiert ist. Aber wenn die jetzt schon so schnell arbeiten in der Woche, dann steht in den nächsten Monat schon das Haus. Glaube ich.